Ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück bei Ark Aberration. Und ich stehe hier vor Sinde und selbstverständlich vor Rantanplan. Und Matze, Hippo und Xar sind auch da. Hi. Ich finde das nicht okay, dass hier gelogen wird. Hallo. Wo, ja, jetzt wo ist denn Rantanplan? Rantanplette. Also ich habe da ja auch gerade hier die Gentechnik in dem Spiel erfunden und wollte jetzt mal eine DNA-Analyse machen. Brauchst du nicht, brauchst du nur unter den Rock gucken, ist ein Mädchen. Oh. Ich will nicht wissen, ob das Tier einen Rock anhat, das reicht mir allein schon, das Bild. Schon gar nicht wissen, was dann drunter ist. Ja, ich war mal schnell ein bisschen Halt holen. Schnell. Mit Rantanplan. Ich war ganz schnell. Mal eben. Ja, dann kam da so ein verdammter Basilisk und ein Rudel von den Kollegen hier von Rantanplette und haben mich weggewämst. Naja, und dann sind Sinde und ich los und wir haben eine neue Rantanplette jetzt, wie gesagt, aber die ist halt leider nur, also einer der, die mich zerfressen haben quasi, ist jetzt hier Rantanplette und nur Level 36 ursprünglich gewesen. Mhm. Sinde rennt jetzt mit dem zurück, ich versuche irgendwie zurückzukommen, ich hoffe, ich werde nicht dem Basilisken begegnen. Das wäre. Ja, das wäre echt. Also das sind solche Kackviecher, ganz ehrlich. Da kannst du überhaupt nichts machen. Da bist du. Er hat mich mit dem Gift von Rantanplan runtergeholt, erstmal. Und dann war ich halt. Ne? Also ich bin erst vom Vieh. Oder er hat mich quasi auf dem Vieh getötet, wenn man so will. Da hast du einfach keine Chance. So, hier kommt alles Mögliche runter, aber keine. Keine neuen. Ach so, das bist du. Boah. Da ich nicht weiß, wie es nach Hause geht. Ach so. Oh. Du, in die Richtung, wie ich jetzt gucke, und dann links mehr oder weniger. Aber dann lauf mal zusammen. Ja, ich bin ins Noob-Gebiet. Bin ins Noob-Gebiet gelaufen, wie ihr seht. Und hab versucht hier halt, weil ich mir dachte, das sind leichte Gegner, weißt du? Er ist im Noob-Gebiet gestorben. Bin im Hallo. Fürs mit Protokoll. Level 36. Ich muss an dieser Stelle wirklich mal Mimimi machen. Also, ich finde es knallhart, dass die dieses Startgebiet Easiest nehmen. Und Hippo hatte ja bei der Startfolge, wo er dabei war, hier ein Basilisk. Und hier war jetzt noch ein zweiter Basilisk. Und das im Easiest Startgebiet finde ich knallhart. Aber ist ja nicht verkehrt. Also, achso, und mein Balbi ist natürlich auch weg. Aber er hieß ja eh bald tot. Also. Ja, der ist seinem Namen gerecht worden. Okay. Sinde, wenn du jetzt hier immer weiterläufst, geradeaus, dann kommst du heim. Mhm. Alles klar, warte mal ganz kurz. Warte mal kurz. Sinde is coming home. Warte, ich zeig mal deine Leiche, ne? Eben, gerne, ja. Was kommt da jetzt noch rein? Hab ich was? Hier, die kommen noch da rein, die sind recht wertvoll, die Kletterhaken. Ansonsten habe ich nicht so super Wertvolles. Ist noch ein bisschen Leben mit. So. Ich hol mir noch ein Balbi, ich komm dann. Komm dann nach. Gut. Okay. Tu das wirklich, bitte. Versuch's. Will ich nicht im Bett finden. Ja Gott, hier irgendwo war der Basilisk jetzt. Geh doch einfach da hoch. Da waren doch Balbis. Wo? Rote Schrift incoming. Wo hier war? Links. Hier links. Pass auf, hier nicht da in dieses Noob-Gebiet, sondern hier links. Matze. Oh, okay. Ja. Probier's. Das hier mit der Plattform, das ist ein Problem. Warte mal, dann gib mir mal den Kletterhaken, Sinde. Ja. Hol ich den wieder raus. Man kommt hier nicht durch. Wo bist du denn? Das ist richtig. Lass die mal ab. Linde, wo bist du? Ach, da. Ja, hier. Mal gucken, was passiert. Vielleicht haut sie dich weg. Mach mal. Ja, warte. War gerade kurz davor, die Leiter einzurollen. Das war gerade. Auch mal die Kletterhaken nutzen. Da oben Balbis sind, ist ja alles super. So, wie geht das denn mit denen? Da muss man die so reinhacken. Hast dann so eine grüne Linie, das ist die Richtung, in die du kletterst. Und wenn man dann mehr Taste drückt, ist es wieder frei. Super, okay. Jo. Was habt ihr jetzt gemacht? Bist du wieder tot, Matze? Ich hab den dritten Freiflug gewonnen hier. Ist nicht zu glauben. Nee, ich hab's überlebt diesmal. Kannst du mal runterlassen? Was runterlassen? Die Leiter? Ach, du hast die hoch? Nein, nicht die Leiter. Was denn? Das Ding, die Plattform ist da unten. Muss ich hier noch höher sind? Ja, oder nee, sind die Plattform. Achso, eins hoch, okay. Hi. Noch eins. Muss ich hier noch eins höher oder wo sind die Bulbis? Weißt noch du noch eins? Ich kann dich auch hochziehen damit. Noch eins? Im Gang. Nee, mach mal. Ich bin ja noch unter der Plattform. Ich will nur auf den ersten Absatz kommen. Genau, jetzt kannst du es runterlassen. Da sind Rantanplans. Die kriegst du doch.
Wie viel sind das? 4 oder 5. Perfekt. Was? Scheiße, ich bin viele. Schon wieder dran vorbeigehüpft. Warte mal, vielleicht können wir sie zähmen. 4 oder 5? Ich habe nur noch, ich habe keine Bola mehr. Die haben wir ja gebaut. Direkt mich auf die Plattform. Mach den Dodo mal platt, dann hast du schon mal Halt, genau. Soll ich sie wieder hochziehen? Noch nicht, weil die ist gerade abgebaut. Die ist abgebaut? Nur kein Wasser gerade. Xa, Hippo, Matze, könnt ihr uns mal ein bisschen zuhören? Ja. Wir haben ja hier ein ganzes Rudel Rantanplan. Sollen wir uns ein ganzes Rudel Rantanplan ziehen, dass jeder wenigstens einen unterm Arsch kleben hat? Gerne, ja. Sofern die halbwegs brauchbare Level haben. Ist ja scheißegal, selbst wenn es ein Level 10er ist, ist es besser als nichts unterm Hintern. Und ihr braucht Taming-Pfeile, ich habe nur noch 5 Stück. Ich habe 50, 0. Ich kann dir einige abgeben. Ich habe nur 27. Ah ne, ich habe gelogen, ich habe 2. Warte, was ist denn jetzt nu? 0. Ich komme gerade über die Leiter. Dann kommt mal bitte zurück. Geht schneller. In Richtung Noob-Gebiet. Da ist doch dieser... wie beschreibt man das jetzt am besten, wo wir sind? Warte, ich reite den mal entgegen. Ja, genau, du bringst sie her, ja? Mhm. Das ist gut. Haben wir noch Pfeile auf Lager? Ich versuche so lange Bolas zu bohren. So, wenn sie hier in der kleinen Kiste nicht liegen... Soll ich Narcos mitbringen? Wo ist hier? Siehst du mich? Leider gar nicht, ne. Ach da, doch, seh dich. Das ist ein Raptor, Bulbi. Moment, ich muss erstmal einen Raptor zerlegen. Oder kannst du den gerade machen, den Raptor? Oder, ne, ich bin noch gar nicht da. Ja, nimm's einfach mit. Ja, mach ich auch. 44er ist das. Ja, Achtung, nicht das Parazier anhauen. Stopp, aufhören. Aufhören, sendet nicht mehr aus. Ja. Na, dieser blöde Raptor. Nur mal das Halt da raus. Mhm. Der Bulbi ist hier vorne. Moment, Halt. So, Bulbi. Unten. Nee, nicht hier essen unten, sondern genau geradezu. Dabei, scheiße. Also nichts zu essen. Oh, ich sehe ihn nicht. Fertige Schnitzel, haben wir da noch was? Ja, guck mal, im Lagerfeuer. Kühlschrank oder im Lagerfeuer. Ansonsten im Kühlschrank. Bulbi? Der Bulbi ist hier vorne. Ja, du bist doch mal schneller als ich. Ich kann dir doch gar nicht folgen. Ich verliere das Wasser. Mir. Ich kann dir nicht folgen, mach langsam. Mann! Hier. Ja, ich seh's. Kuckuck. Moment. Hallo. Kuckuck. Senior EZ, kommen Sie auch mit? Jo, ich komme. Okay. Und jetzt brauche ich noch Aquatic Mushrooms. Wachsen hier irgendwo welche? Pflückt ihr welche? Ja, ich finde gerade keine. Ich hab dabei. Gibt's noch nichts? Wachsen keine Pilze, ne. Ich hab dabei in größerer Menge Koja. Das ist gut. Dann müsst ihr jetzt nur noch Sinde finden. Das ist schwierig, sag ich euch. Ja? Sinde ist sehr schwierig zu entdecken und vor allem dran zu bleiben. Welche Richtung müssen wir denn? In Richtung Noob-Gebiet zurück. Also, wenn ihr die Schlucht zur Rechten habt. Hier. Da ist doch Sinde schon. Guck mal geradeaus hier. Ja, aber ihr müsst aufpassen. Die ist schnell weg, die Sinde. Oh, ich werde gleich ohnmächtig, ich muss das trinken. trinken. Oh, ich hab nicht bei mir Pilze. Mich auch nicht. Ich verdurst auch, weil ich als hinter dir herrennen musste im Dauersprint. Tu dir was rein, Sinde. Wir sind keine Pilze. Ich finde das überragend, dass Danke. Du das immer übersiehst. Also es blinkt doch und blitzt der ganze Monitor. Ja, die Tante, die jammert doch sowieso alle Nase lang. Das ignoriere ich dann immer. Die ganze Zeit hat man irgendwie Pilze vor der Nase und wenn du sie dann mal brauchst... Danke. So, wo ist denn jetzt die Herde? Ich sehe nichts. Ja, diese Sinde müssen ja euch noch hinführen. Wir sind keine Pilze, nirgendwo. Ja, kommt mal mit. Kommt Nebel? Nein, nur Dünkel, Koja, nur Sieht Dünkel. Sieht so neblig aus. Und das nebelt so. Naja, dann baue ich jetzt erstmal Bolas. Ich kann den jetzt nicht zähmen ohne Pilz. Halt, das brauche ich. So. Ich würde jetzt wohl auch einen Pilz nehmen. Oh ja. Oh. In der Stimmung zu. So, halt drei Bolas. Hinter dir. Gut. Teile. Übrigens, so schnell hatte es sich jetzt gar nicht, aber gut, ich habe auch nur 5-mal oder sowas. Tschüss! Hier mal 5-mal mit dem Kletterhaken reingehauen. Einfach mal aufladen. Schon beim Koja. Aber die sind eigentlich ganz gut
Die sind eigentlich ganz gut zu bedienen, die Kletterhaken. Macht Laune, muss ich sagen. Ja. Beißt du da die ganze Zeit was von dem Stein ab? Ja, ich esse Stein. Nein, ich esse wieder notgedrungen Beeren, weil ich immer noch Durst hab und nix hab hier an Pilz. Kannst du mir ein paar... Komm mal her. Ja, das wäre so nett, Matze. Ich brauch Pilze. Ich bin noch abhängig. Gib mir meine Pilze. Gute Ware, die ist teuer. Ich brauch meine Pilze. Noch schwarze, die könntest du haben. Ja, genau die. Die besten. Das ist mal erstmal nur Anfangsmenge, ja? Ja gut, okay. Dann mich jetzt hier damit ja erstmal erst den Bulbi zähmen und dann... Warten der jetzt? War doch hier irgendwo. Hier stehe ich gleich vor dem. Ja, weiß wahrscheinlich, was ihn erwartet und hat sich, weiß wie er ist, in die Flucht ergriffen. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Da ist er direkt. Da ist er. Da siehst du, hätte ich noch auch gleich gehabt. So, dankeschön. Bulbi. Guck mal, ich hab was Leckeres für dich. Ich muss auch ein Pilz reichen, oder? Nee, reicht nicht. Und da weiter hoch müssen die Meute sein, eigentlich. Ja, direkt hier in diesem 40 Tunnel. Und Level 2 sehe ich da oben. 2? 2 ist wirklich ein bisschen wenig. Aber Sinde sagte was von 5, also da müssen viel mehr sein. Ja, da waren 4 oder 5 waren da oben. Mindestens, wenn nicht noch mehr. Ich hab gezähmt. Ich hab auch gezähmt. Ich war's. Bei mir steht's doch. Ich würde mal sagen, unsere Errungenschaft packe ich mal irgendwo, hä? Nee, ja, aber auf passiv, ne? Oh, da drüben ist wieder so ein Dingsteil, Element, Crafting-Teil. Ja. Ja, wollen wir sie dann zähmen? Also den Zweier würde ich weghauen. Ja, den Zweier hauen wir weg, aber die andere bullern wir und zähmen sie, ne? Wo ist sie denn überhaupt? Da oben, geradeaus. Du wolltest ein bisschen mir links siehst doch sowas leuchten. Ja, wollte ich. Wieder finster wie ein Bärenarsch hier. Hinter dir? Hm? Reichen 2? Nein, Quatsch. So. Danke. Ach, da kommt noch was von links rein. Noch mehr? Den. Ich sagte ja, es sind Level mehrere. 12 und Level 4. Oh, und das andere ist Kacke. 40 und 24. Oh, das sind aber viele dann jetzt. 4 Stück. 24 könnte man vielleicht noch nehmen, oder? So nach dem Motto. Ja, besser als nichts. Kann man später tauschen. Und Rudelbonus, Mate Boost und so. Das sind so die Tiere, auf denen du ausreiten kannst, wenn du wieder hoch ist, kannst du Sachen machen. Genau, das geben wir dann Koya. Danke. Ja, Koya kriegt den Vierer. Ich könnte mich mal kreuzweise. Den Zweier. Ja, nach dem Tape ist er ja vielleicht 4. Ja, Koya macht immer alles kaputt, also kriegt er auch nichts Großes. Ja, kommt mit jetzt hier. Jeder jetzt mal konzentriert. Kondensation hier. Wir machen jetzt jeder eine Bola in die Hand. Ich nehme den ganz rechten. Hab ich nicht. Wie hast du nicht? Ich hab keine Bola. Immer diese Vorbereitung. Ich hab die Pfeile schon im Anschlag. Ja, du brauchst aber auch eine Bola. Sind viele. Da, hast du 3 Bohlen. Hier, Dieter Bohlen. Da. Bolata. Bolata. Machst du mit, damit machst du Bolata. Ja, der folgt dir übrigens noch, der Randhand. Bolata. Der Randhandplan folgt dir noch, Sinde, ne? So, aber... Was? Ich hab den auf passiv gepfiffen. Die Rantanplätte. Ist egal. Rantanplätte, komm so, schon. So, kommt, incoming. Ja, die greift den Nödi an, Okay, wir müssen kurz warten. Genug Zeit zum Bolern. Jetzt greifen sie alle mich an. Einer ist gebolert. Zwei sind gebolert. Okay, alles klar. Alles klar. Ja, was? Der ist auch gebolert. Oh, hier ist noch einer. Wo ist denn der vierte? Hier ist noch einer. Oder? Bei mir ist Level der. Level 8 töten. So, ist auch Hallo, Level 4. 8 töten. Ja, Level 8 töten, Level 8 töten und Level... die weiße nehmen wir aber. Level 24 nehmen wir. Ja. Ich helfe dir, Sinde. Ach, was ist denn? Oh, der Blutungsschaden hat mich gerade ziemlich zerlegt. Moment, ich muss mal gegenheilen. Ich hab nichts zum Gegenheilen. Fantastisch. Was weiß das Mistvieh eigentlich, den Stein? Vorsicht, da ist wieder einer frei. Ja. Mhm, und ich bin gleich tot. Ist das der hohe oder ist das der niedrige? Warte, der niedrige. Ich habe gebolert. Meine Bola ist weg, ich habe keine Bohlen mehr. Ja. Das läuft ja. Was ist das für eine? Ja, wir wissen jetzt nicht, wer ist. Rottelchen, du musst mal rechts gucken, da kommt gleich einer. Ich bin auch gleich Fratze. Der rennt noch weg.
Aber du kannst dir mal den hier schnappen, der hier gebullert ist. Wollt hinter dir, Xai, hinter dir? Ja, der ist auf Flucht, der ist auf Flucht. Jetzt mach den tot, der da links hängt noch. Achtung, der rennt weg. Ist der, ist das... Das ist unsere... Das ist doch die, die wir zähmen wollten, oder nicht? Ist das eine, die wir zähmen... ich habe keine Bolas mehr, ich muss erstmal Bolas bauen. Ich hab nur noch eine. Vielleicht in meiner Leiche noch. Welche ist die 24? Vorsicht, ah. Der ist der 40er. Der ist gebolert. Sehr gut. Beide gebolert. Ja. Das hier ist ein hoher, das ist ein 40er. Hier ist noch der Schwarze. Hier, der braune ist ein 40er. Oh. Der braune... Ja. Wo ist der braune? Hier, der braune bei mir ist ein 40er. Der andere weiß ich nicht. Dieses Vieh geht mir aber Ketten. Der andere ist der Level 4er. Ich habe keine Bola mehr. Ich werde sterben. Ich habe noch eine. Ich habe noch eine jetzt wieder gebaut. Hab ihn. Gut so, Xan, gut so. Aber der wird jetzt eh fliehen. Oh, der 12er leckt. Den braunen, wo ist der? Da. Hinten rennt der braune. Ich versuche ihn zu bolern. Scheiße. Bola ist weg. Ich habe auch keine Bolas mehr. Bin tot. Meine Leiche findet jetzt noch eine Bola. Ja, in meiner wäre keine mehr. Gerade nicht mal mehr die Stelle. Nee, lass uns vier gleichzeitig angreifen. Das ist eine gute Idee. Das ist immer eine gute Idee. Ja, total. Ich lebe noch, ich lebe noch. Möchte ich betonen. Ja, aber nachher lang 10, 9. Kann mal acht, die Betten neu setzen, bitte? 6. Ja, genau, wir brauchen mal die Betten. Betten neu setzen, wenn ihr da seid, ja. Ich finde die Stelle nicht mehr, ey. Denn überhaupt schon wieder einer gespawnt? Ich? Den Berg hoch. Ja, zwei also, müssen gespawnt sein, weil beide Betten ja sind weg. Ja, Höhle? Ich bin nicht gespawnt. Wenn ihr zur Rechten die Höhle seht, müsst ihr links abbiegen den okay, Berg. Okay, der 40er liegt. Also doch, dann bin ich richtig. Super. Muss ich noch den kleinen töten? Den 24er, was mit dem? Der müsste auch liegen, auch, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt der ich auch. Ich hab den 12er hingelegt. Ach, den 12er hast du hingelegt. Mhm. Ja, hier läuft noch das ein 4er rum. Das war so ein bläulicher. Der einzige, den 4er kannst du töten. Ja, wenn er mal nicht rennt. So, ich bin gleich wieder bei dir. Und das hat immer noch keiner die Betten da gesetzt. Nee, ich wollte gerade sagen, also wir können alle nicht spawnen. Was kann doch nicht. Ich habe doch nur ein Bett jetzt verwendet, jetzt können doch nicht beide sein. Keine Ahnung, ja, egal, aber wir können nicht spawnen. Das kriegt ja kaum Schaden, der Kerl. Okay, den habe ich auch. Dann gehe ich jetzt runter, hol mein Loot und stell die Betten wieder hin, ja. Ja, ich mach grad. Bist du da, Xa? Bin da. Ich könnte euch sonst zur Not. Beide da gesetzt. Könnt ihr euch sonst zur Not ein Bett auch hier hinstellen. Aber. Bin schon wieder am Leben. So, jetzt müssen wir mal kurz sortieren. Hier liegt einer bewusstlos 24, hier liegt einer bewusstlos 12. Nehmen wir sie alle drei. Würde schon sagen, oder? Okay. Ja, klar. Machen wir jetzt aber nicht mit Prime Meat, dann gebe ich hier jedem erstmal so ein Stack Fleisch rein. Wenn ihr könnt, nehmt noch ein bisschen Fleisch mit von uns Basis, aber... Ja, wir legen ja gleich einfach noch irgendwas. Ja. Wir sind nämlich, Xa und ich sind ja schon wieder da. Ja. Okay. Puh. Alter, das war leicht hart. Achso, Chat, ihr macht Sindel, kommst du auch wieder zurück oder hast du keinen Respawn? Binde? Binde hat sich komplett gemutet. Binde ist gemutet. Nein, ich bin wieder da. brauchst du ein Bett, ein neues, oder konntest du respawnen? Nee, da muss eins sein jetzt. Ist eins da. Ah, alles klar. Ja, ich hatte ja beide neu gesagt. Ja. Oh ja, hast du meinen Bulb-Dog gesehen? Ich weiß nicht, was. Also hier sind viele. Hier ist Falt-Dog. Das ist meiner. Osrami ist da und hier steht ein Bulb-Dog ohne Titel. Das müsste Sindes sein. Ja. Hier liegt eine Tasche mit ganz viel Zeug drin. Das ist Sindewittchen. Nö, spontan sehe ich ihn nicht, ne? Vielleicht ist der draufgegangen, das weiß ich nicht. Kannst mal gucken. Ich will mal im Trial-Block nachgucken. Kannst mal gucken. Und wie viele waren es jetzt insgesamt eigentlich? 5, glaube ich. Einer oder 4? 4 oder 5? Also hier liegen 3. Einen habe ich getötet. Hat sonst noch jemand einen getötet? Ich habe keinen getötet. Okay. Nein, hast du nicht geschafft, ne?
Ich hab nur gebohlt. Ja, der abgehauen ist, den habe ich jetzt am Ende töten können. Achso, okay. Also die drei größten liegen. Das, insofern, wir das Ziel haben wir schon erreicht. Also, auch wenn es auf Umwegen war. Ja, gut. Aber wir haben jetzt einen Rudel. Ach. Und wir sind alle wieder da. Aber das war knapp. Also ich war zwischendrin auch fast tot und ich finde, das war jetzt schon eine Heldentat von mir, ja? Also ich finde, ich hab dadurch jetzt wieder ein bisschen was gut gemacht. Mhm. Ja, du darfst den Vierer machen, nicht den Zweier, okay. Gerade blöd. Weißt du Bescheid? Baut euch mal Bohlen. Wenn der Mist nicht nochmal passiert, hättet ihr alle Bohlen gehabt, dann wäre es nicht passiert. Ich hatte 8 Bohlas. Ja. So, aber ich glaube, mein Vibe-Doc ist draufgegangen. Ich gucke jetzt aber nicht. Also ich sehe hier keinen und Vibe-Doc findet man ja einen neuen. Das ist jetzt nicht drin. Ja. Ja, achtet mal so ein bisschen drauf, ob das Fleisch in denen reicht. Ich habe das jetzt so grob verteilt, was ich hatte, aber das war nicht viel. Ich habe auch noch ein bisschen. Ich verteile nochmal. Ja, kam nichts runter, oder? Hat jemand was Besonderes gefunden? Ja. So viel rote Schrift, ja. Wenn man ins Tribe-Log geht, ist echt knallhart, ey. Das ist wirklich knallhart. Müsst ihr mal machen. Drückt mal L. Und ich glaube, das ist schwierig, ja. Nee, ja, das lohnt sich. Es ist wirklich cool. So, da wollte ich ja gucken, eigentlich, ob Mats das gesprochen hat. Ja, meiner ist. Schön. Ah, nee. Mädchen, Hippo, Matze. Nö, der Vibe-Dog. Halb tot war der Letzte, der gestorben ist. Irgendwo muss der. Achso, Matze seiner. Warte, da sind wir doch gerade dran vorbeigekommen. Und nicht. War das Matzes? Pfeif doch mal, Jörg, vielleicht. Ich hab keinen gesehen. Och, hier. Bei mir. Hasten. Ah, wunderbar. Macht denn der da hinten? Hier kommt nichts. Und warte mal kurz hin, bleib mal stehen. Ganz am anderen Fleisch Ende gestorben. Oh. Eine Leiche hast du gefunden? Ja, die leuchtet ja wie ein Weihnachtsbaum, die wird ja wohl finden. Ja, stimmt, die leuchtet ja. Weil da bin ich vorhin dran vorbeigelaufen in der Tasche schon. So, zack, zack. Haben wir gleich drei Katzen. Die sind zusammen auch fast 116. Und Hund! Hunde, ja, auch. Und wie gesagt, zusammen fast 116, ich finde, das ist gut. Darf man alles nicht so eng sehen. Oh, ich bin ja noch nackt. Warum sagt das keiner? Nö, du bist noch nackt. Keine entsetzten Schreie? Genießen alle den Anblick. Mhm. Nee, das Entsetzen war zu groß, das hat uns die Sprache verschlagen. Mhm. Was haltet denn ihr so von einem Dödi? Ja, bitte! Du meinst den 40er hier? Er ist besser als keiner, oder? Hm. Ja, die brauchen halt ewig, weil es kein Kibbel hier gibt. Ich weiß nicht, ob es keinen Kibbel gibt, aber es ist halt doch, dafür die, auch nur die 40er. Die brauchen Dilo-Kibbel und Dilos gibt es ja keine. Ah, okay. Das ist das typische Arc-Problem. Ja. Dass es irgendwelche Dinos nicht gibt, die eigentlich für das Kibbel da waren. Das ist ja jetzt selbst mit SE immer noch so, dass es keinen Kibbel gibt, weil es keine Dilos gibt. Finde ich ein bisschen doof, aber... Wären es Major Berries oder was? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es hier geändert, dass der auch Pilze nimmt. Das können wir probieren, aber an sich sind es Major Berries, ja. Wir können ihn ja noch legen. Ach komm, mach mal einfach mal. Wenn es zu lang dauert, kann, lass man halt. Ja. Ein paar Pfeile habe ich noch. 16. Wie viel habt ihr so? 22. Ja, aber dann Vorsicht nicht, dass er gleich auf den Hund hier eintrischt. Ja, ich ziehe ihn einfach ein bisschen runter. Runterlaufen, bergab, Matze. Ist er auf Xar? Xar kommt zu uns. Du ziehst ihn gerade zu den Hunden. Ach, der ist auf Flucht. Ist Flucht. Vorsicht, nicht nur Hund treffen. Er ist tatsächlich schon auf Flucht. Und. Ah, ne, zusammengerollt. Aber er hat genug abgekriegt, er könnte eventuell noch rumkippen. Oder ja, sonst, wenn er sich ausrollt, dann nochmal schießen. Ja, aber da ist er meistens dann sehr gut regeneriert, wenn er sich wieder ausrollt. Die rollen sich immer erst zusammen, wenn. Ja, aber ach, schade, dass sie sich wirklich nicht umschalten. Manchmal kann man unter die schießen, so ein bisschen, aber. Ich glaube, den kriegen wir nicht. Hoffen. Hm.
glaube, das ist gerade Pfeilverschwendung, oder? Ich glaube es auch. Ja. Weißt du, dass er sich wieder ausgerollt hat? Ja, muss warten, bis er ausgerollt ist, und dann hat er sich ja wieder regeneriert, also von dem Schaden. Aber der Topper müsste ja noch ein guter Teil da sein. Ja, ja, das sollte ich nicht so schnell runtergehen. Oh, Matzes erste. Dödi-Zucht 2.0. Genau. Oh nein, oh nein, was haben wir getan? Erst ist fertig der Zwölfer. Der folgt Xa, ich finde, das ist ein Zeichen. Nee, Freund. Was haben wir noch liegen? 40er und 12er. 40er und ein 24er haben wir liegen. Ach, guck mal, Koja, also der ist so schön, der hat einen weißen Bauch. Ich war... Der sieht aus wie Rantanplan, guck mal. Was ein schwarzer Zufall, Rücken. Das finde ich ist doch ein Zeichen. Ich finde, das ist kein Zeichen. Ich finde, ich war so tapfer, dass ich die hier gelegt habe, während ihr alle euch da faul hingelegt habt. Ach, jetzt. Ja. Ich finde, mir steht schon der große Zug. Aber wenn wir sagen, wir haben uns alle für dich geopfert, dann wird da ein Schuh draus. Nee. Ja. Ihr alle habt da nicht die Taktik rausgehabt, wie man das macht. Ja. Du hast dich sicher wieder irgendwo hinter einem Stein ganz weit weg versteckt und hast das gesagt, dass wir alle drüben tot sind. Ich wollte gerade sagen, das sind genau die richtigen, ja. Nur Bolas werfen, sich dann verstecken, und wenn alle Bolas fertig sind, ja, mir das ganze Gefiech da auf den Hals zu hetzen. Bola mi, Bola you. Aber wir haben noch nicht ausprobiert, ob die wirklich auf den Ziplines laufen können. Ja, probier mal. Kannst du wieder runterfliegen, wie ich damals. Ja, nein, das geht. Früher. Ja, Sinde sagt, das geht. Das geht, ich weiß auch wie. Da vorne ist ja so eine Line. Wo? Ja. Wo denn? Ja, zieh mal die Line. Die lustigsten Pilze und suchen Lines. Super. Hier ist die Line. Schwimmen wir jetzt erst, wenn wir die ziehen. Ja. Wo ist denn die Leine? Da drüben. Die Leine. Die Leine. Wo ist sie denn? Ist da hinten nicht so eine Leine? Oh, hier macht das schon. Ich habe da so eine senkrechte Leine gehabt. Nee, ich finde das voll. Ein Stück weiter oben. Also farblich haben wir echt voll schöne hier. Der rotbraune. Der ja, weiß. Der 17er. Ist echt, der ist auch hübsch. Der 24er, der ist hübsch, finde ich. Sind eigentlich alle hübsch, wenn man mal von den Zähnen absieht. Hier ist ein Bulbi übrigens, wenn noch einer einen braucht. Nö, jetzt haben wir mittlerweile, glaube ich, wieder alle einen. Okay. Wollt ihr mal Leine gucken? Ja, wo bist denn du? Wir kommen gleich mit den Leinenviechern vorbei. Ach so, können wir nicht. Wir haben keinen Sattel. Nö. Oh, das wird also der Chat schreibt hier, Koja bekommt den 12er. Ach ja. Ja. Ich finde, hallo. Der Chat, einer hat das geschrieben. Zwei. Ach ja. Der gemeine Chat an sich hat egal, um der Chat ist doch gut zu mir jetzt hier. Sagt mal, was ihr wirklich denkt. Ja, wie wär's mit so einer kleinen Abstimmung? Die Folge ist zu Ende. Was? Umfrage ist zu Ende? Nein, die Folge ist zu Ende. Ach, die Folge ist zu Ende, ach so. Dödi steht wieder. Dödi steht wieder, oh ja. Stimme zu, 12 an Koja. Bitte. Und? Schläft er? Nee, haben wir zusammengerollt. Er steht wieder. Und doch, liegt jetzt. Licht. Jetzt liegt er? Hat ja, er noch nachgewirkt? Schön. Habt ihr Nature-Berries? Ich nicht. Ja, hab ich. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die gute Kia hat ja nämlich leider recht. Das ist schon wieder fertig. Wir sind schon wieder am Ende. Xa tötet hier auch noch was. Und ich krieg meinen Dödi. Stego. Und Matze kriegt seinen super Dödi. Und wir haben einen Hund gezähmt. Einen Hund gezähmt, den weißen wahrscheinlich. Na dann. Oxo Frümbel. Entschuldigung. Ja, dann ist es Matzes. So, also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Tschö. Tschüss.